Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Nur ein Leben Challenge in Ark. Die letzte Folge ist bei euch mega gut angekommen, ihr habt richtig viel geliked und deshalb werde ich das Ganze erneut versuchen, allerdings auf einer anderen Map, denn wir spielen heute auf The Center. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was das für eine Map ist, ob die schwierig ist, ob die einfach ist. Als Startpunkt wähle ich gleich mal Tropical Island North Easy aus, weil das sieht so aus, als wenn wir da noch nicht wirklich die Karte aufgedeckt haben. Also ich denke mal, das wird ein neuer Ort sein. Regeln sind wieder denkbar einfach. Wir haben nur ein Leben. Wenn wir sterben, ist das Ganze hier vorbei. Und das Ziel ist es, einen Tyrannosaurus Rex zu zähmen. Wenn wir das schaffen, haben wir die Challenge hier geschafft. Und ich hoffe, dass wir zumindest heute ein wenig weiterkommen. Beim letzten Mal war es, glaube ich, Level 13 und ja, wir hatten einen Raptor gezähmt und sind danach gestorben. Sehr, sehr ärgerlich, aber jetzt ohne langes Schnacken, let's go. Und glaube ich jetzt auch so ein paar Special-Sachen durch Halloween. Ich sehe da schon einen Kürbis. Oh Gott, und Vögel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ein Drop. Lass mal direkt dahin. Versuch mal mein Glück. Ich hoffe, wir werden jetzt noch nicht weggesnackt. Das wäre super ärgerlich. Aber der Drop hier ist, glaube ich, ziemlich praktisch. So direkt für den Anfang. Oh, Level 3, nicht im Ernst. Oh, das ist bitter. Ja, wir gehen aber nicht zu den Vögeln. Vielleicht werden wir ganz schnell Level 3. Wir können ja mal schnell versuchen, hier uns Sachen zu craften. Ist schon wieder ein bisschen her, dass ich gespielt habe. Aber ich habe mich mega darüber gefreut, dass das so gut bei euch angekommen ist. Richtig cool. Oh, hier mit Level 2 können wir sogar die Steinaxt schon mal lernen. Das ist gut. Das Lagerfeuer werden wir auch definitiv brauchen. Das können wir auch schon mal lernen. Wir brauchen jetzt noch einen Feuerstein. Ja, den kriegen wir ganz einfach. Ich frage mich gerade, wie es ist mit diesen Halloween-Kürbissen. Können wir aber gleich gucken. Ich will jetzt nur erstmal mich eben beeilen, dass wir hier möglichst schnell das Level erreichen, bevor der Drop gleich weg ist. Das wäre ja super ärgerlich. So, Lagerfeuer gecraftet und wir sind nächstes Level. Perfekt. Genau geklappt. Richtig gut. So, wir öffnen schnell den Drop. Und dann machen wir, dass wir hier wegkommen. Weil bei diesen komischen Vögeln will ich ungerne sein. Oh mein Gott, das ist ja ein Segen. Das heißt, wir müssen jetzt gleich gar nicht die Stoffrüstung lernen. Was ist das denn? Ach du Schande. Spooky Pile. Nehmen wir mal mit. Ich habe keine Ahnung, was das kann. Diese komischen Kürbisse, da will ich auch mal ernten. Kann man die essen? Platzieren. Ah, schade, die sind nur Deko. Aber wir ziehen natürlich jetzt erstmal die Rüstung an. Also das ist natürlich jetzt ultra lucky gewesen, dass wir hier einen Drop hatten. Ja, ich ziehe jetzt erstmal hier so ein bisschen den Strand entlang und suche mal einen sicheren Ort, wo nicht ganz so viele von diesen komischen, doofen Vögeln sind. Wenn wir hier uns eine Hütte bauen, schön unter der Felswand oder an der Felswand. Das ist, glaube ich, ganz nice. Ja, ich glaube, das hier ist echt ein guter Ort. Da haben wir auch ein kleines Dach. Schön an der Wand hier. Und ja, hier habe ich, glaube ich, alle Ressourcen, die ich brauche. Ich werde natürlich jetzt erstmal gleich wieder ein bisschen leveln und dann das hier erstmal auf 200 plus bringen, die Gesundheit. Und dann schauen wir mal weiter. Aber erstmal baue ich mir jetzt hier eine schöne Strohhütte. Das kann ich jetzt hier alles schon mal überspringen. Das brauche ich nicht lernen. Dadurch, dass wir so viel Glück hatten. Mega nice. Jetzt können wir schon die gesamte Hütte lernen. Wie cool. Oh, let's go. Und noch die letzte Wand. Da haben wir sie fertig. Die kommt jetzt hier rein. Das Dach oben drauf. Und dann steht schon unsere Bude. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt so eine Bude braucht für so eine Challenge. Aber ich fühle mich halt unwohl, wenn ich keinen Ort habe zum Zurückziehen. Deswegen, die ist einfach für mein Mindset, denke ich mal, schon relativ wichtig. Hier können wir auch nochmal eben reinschauen. Da fehlt wahrscheinlich Holz. Ja, wir brauchen ganz viel Nahrung, weil die geht echt super schnell runter. Also nehmen wir mal das hier schnell. Ich glaube, die Kohle brauchen wir an sich gar nicht. Die ist ganz egal. Wir fackeln hier dann nochmal weiter. Und jetzt müssen wir eigentlich erstmal nur noch wieder hochleveln, wie beim letzten Mal. Was brauchen wir denn alles? Wir brauchen auf jeden Fall die Bola. Und ansonsten den Knüppel brauchen wir. Und dann können wir schon unseren ersten Dino zähmen. So, die Sachen craften jetzt hier alle.
auch jetzt nochmal eine Kiste gebaut. Die können wir mal schnell platzieren. Einfach hier außen hin. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir es nicht einfach mal versuchen, mit dem Knüppel gleich einen Dilo einfach umzuhauen. Das könnte doch eigentlich funktionieren, meint ihr nicht auch? Wenn wir dann so ein paar Dilos haben, zur Verteidigung einfach mitlaufen lassen mit uns. Weil die lenken ja auch dann ab. Wenn dann irgendwas Großes angreift, dann lenkt der Dilo den ja ab, dass er auf den Dilo geht und wir können dann flüchten. Wollen wir das mal probieren? Ich schaue mal, ob ich hier einen einzelnen Dilo gerade mal finde am Strand. Dann haben wir auch mal ein bisschen Abwechslung zum letzten Versuch. Ich glaube, diese Runde wird auch auf jeden Fall viel besser werden. Hab da ein gutes Gefühl bei. Ah, die unten sind zu zweit leider. Meint ihr, ich kriege da einen weggelockt von? Weil auf zwei habe ich eigentlich keine Lust. Nicht, dass ich hier sterbe. Hier, komm. Oh nein. Oh Gott, die greifen zusammen an. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Ah, die kämpfen in der Gruppe. Das ist echt ein Riesenproblem. Gehen wir erstmal hier hoch. Dann schauen wir mal, ob die jetzt Faxen machen oder nicht. Ja, was machen wir jetzt? Auch das noch. Unser Speer ist kaputt gegangen. Ich kann einen neuen craften. Sehr gut. Versuch mal eben einen fertig zu machen. Okay, perfekt. Tanken geht sogar einigermaßen. Oh, jetzt sehen wir ihn nicht mehr. Oh, er rennt weg. Hinterher. Scheint gut dabei zu sein. Ich kann nicht zuhauen. Der Debuff ist doof. Ja, er liegt. Okay, das war easy. Okay, hätten wir sogar beide knüppeln können. Dann schauen wir mal. Der ist auch nur Level 5. Aber ich glaube, ich hatte gerade mehr Angst, als ich eigentlich haben müsste. Der heißt jetzt hier Diadofmand. Und der andere... Der ist auch gleich fertig. Oh, da ist er direkt fertig. Perfekt. Den nenne ich mal Jenny. Habe ich hier meine zwei Mods an meiner Seite. Sehr schön. Level 7 und Level 6. Die werden mich hoffentlich ein wenig verteidigen. Soll ich den jetzt auch noch machen hier? Machen wir den Para auch mal. Der ist sogar ein bisschen höheres Level. Das ist gut. Dann kann er vielleicht wieder für uns ein bisschen tanken. Schön auf die Birne. So wie du es magst. Oh, endlich. Selbst der Knüppel ist kaputt gegangen, weil ich so viel raufhauen müsste. Unglaublich. Aber wir haben es geschafft. Dadurch leveln wir, glaube ich, auch, ne? Wenn wir die zähmen. Das ist gar nicht so verkehrt. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen. Die packen wir trotzdem mal rein. Aber das läuft doch richtig, richtig gut. Vor der ersten Nacht haben wir jetzt drei Dinosaurier schon. Den nenne ich Dr. Agen. Der hat nämlich auch einen schönen Kommentar unter den letzten, unter das letzte Video geschrieben. Und der ist jetzt mein Reittier. Richtig cool. Also es geht super schnell voran. Man merkt schon die Leistungssteigerung hier. Yay. Coole Farbe übrigens. Mega knallig. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich bei Nacht wirklich unterwegs sein will oder nicht. Keine Ahnung. Könnt jetzt auch die Nacht abwarten und einfach nur ein bisschen leveln. Das würde auch gehen. Ich glaube, das mache ich. Dass ich einfach hier ja, noch ein bisschen farme, crafte und so weiter. Ein paar Dinos töte. Der nächste Morgen, ich werde jetzt losziehen mit meinen drei Gefährten hier. Die Suche nach einem Raptor geht wieder los. Wir sind Level 15 mittlerweile. Hätte mir ein bisschen mehr erhofft, aber ich habe mich halt nicht so weit aus der Base getraut. Es hat auch die ganze Zeit geregnet, gewittert und dann noch die Nacht. Deshalb war ich da nicht so überzeugt von, jetzt groß hier irgendwie auf Jagd oder so zu gehen. Aber jetzt ist es ja wieder mitten am Tag. Jetzt suche ich mal eben einen Raptor und dann hoffe ich mal, dass das Ganze hier gut geht. Andere Dilos könnte ich vielleicht auch noch zählen, dann könnten wir unsere Armee noch erweitern, aber ich glaube, ich werde die eher abrippen, dass hier meine Tiere ein bisschen leveln und auch ich ein bisschen level. Gucken mal, das sollte eigentlich easy klappen. Ich weiß gar nicht, warum diese Zahlen nicht angezeigt werden, wie viel Schaden man macht. Das wäre eigentlich ganz gut zu wissen, weil, ja, wird wahrscheinlich irgendeine Einstellung sein, könnt ihr gerne mal in die Kommentare oder so schreiben. Aber die würde ich noch feiern, die Einstellung. So, wir greifen auch den mal an. Ich habe jetzt keine Ahnung, ich hack einfach drauf.
Sehr schön. Alles hacken. Und dann reiten wir mal den Strand hier ein wenig runter. In der Hoffnung, einen Raptor halt zu finden. Nur, wie viele sind denn hier von denen? Ich glaube, ich spinne. Oh, mein Dino wurde gekillt. Was machen die da hinten? Jungs! Oh Gott. Nicht. Wie mache ich den passiv? Oh nein. Okay, die Dinos sind beide draufgegangen. Flucht. Okay, wir hauen ab. Vielleicht sind solche Gefährten doch nicht so gut in so einer Masse. Die haben irgendwie random andere Tiere angegriffen. Ja, wir haben jetzt unser gegrilltes Fleisch leider verloren. Das ist natürlich jetzt belastend, ne? Das heißt, wir müssen eigentlich uns gleich wieder ein Lagerfeuer machen. Wir sollten nochmal eben gucken bei den Dilos. Die hatten eigentlich viel Fleisch und Leder dabei. Kannst du das jetzt mal sein lassen? Rest in peace, dir Doofmand. Dein Leder und dein Fleisch gönne ich mir trotzdem noch. Jetzt greifen da schon wieder an. Ey! Bleib hier! Nicht in Panik geraten. Blöden Kompis. Wo ist denn der andere gestorben? Ich bin jetzt den ganzen Strand hier entlang gehoppelt. Und hier sind, glaube ich, nur Anfänger-Dinosaurier. Ich glaube, wir müssen hier in den Urwald hinein, um oft gefährlichere Wesen zu treffen. Aber da habe ich ein bisschen Respekt vor. Hier sind auch schon die ersten Dinos in Panik. Ich habe echt Angst, dass gleich irgendwas Großes neben mir steht. Und dann wieder die Challenge frühzeitig beendet wird. Da ist ein Raptor. Da ist ein Raptor. Let's go. Wir schaffen das. Wo ist die Zwille? Da. Mach. Ich hab Steine vergessen. Oh mein Gott, ich habe die Steine zu Hause vergessen. Abfahrt. Oh, shit. Ich habe heute das Level auch jetzt gar nicht gecheckt von dem. Aber den nehmen wir. Das ist sogar ein Tech-Raptor. Ich weiß nicht, ob die stärker sind. Okay, Versuch Nummer 2. Da ist er. Komm schon, Raptor. Komm her. Nicht da hinten hinrennen. Hä? Wo rennst du hin? Raptor. Jetzt renn doch nicht in den Dschungel. Das ist gefährlich. Warum rennt denn der jetzt weg? Ey, der hat Angst oder so vor mir. Okay, wir gehen. Wir brauchen unser Reittier wieder. Hier sind überall kleine, miese Viecher, die auf uns lauern. Lasst mich in Ruhe. Such doch nur den Raptor. Wo ist er? Nehmen auch einen anderen Raptor, so ist nicht. Aber der war eigentlich perfekt. Der sah cool aus. Der war allein. Und der ist nicht so tief im Dschungel gewesen, bis vorhin. Das war ideal, aber jetzt ist er Gott weiß wo. Da sind noch Raptoren. Mehrere. 3 Stück. Oh Gott. Nee. Oh Gott. Da vorne ist ein Terrizino. Da sollten wir nicht zu nah rangehen. Ich glaube, die sind aber nicht so schnell getriggert. Kann man ruhig ein bisschen näher rangehen. Da sind die Raptoren da oben. Ich weiß nicht, ob ich hier tiefer reinkomme. Der einzige Raptor, den ich hätte zähmen können, der ist ja vorhin weggelaufen. Leider Gottes. Ich muss mich jetzt irgendwie hier vorbeischlängeln oder so. Irgendwie an dem Terrizino vorbeikommen. Ohne zu nah an die Raptoren zu gehen. Wir sind jetzt tief im Dschungel, also das wird richtig, richtig gefährlich. Oh Gott, wir werden von irgendwas angegriffen und verfolgt. Raptor! Der alleine? Versuch gleich abzuspringen. Oh nein, ich bin auf diese Seite abgesprungen. Komm her weg, komm weg, komm weg, komm weg. Jawohl. Es könnte funktionieren. Oh Gott. Das könnte nicht funktionieren. Weg. Flucht. Oh nein. Der ist nicht allein. Oh Gott, wir sind langsamer. Oh shit. Oh, da ist noch der dritte. Okay, letzte Chance, die wir haben. Wir sind langsamer als der. Terry, rette mich. Bitte geh nicht auf mich. Bitte rette mich. Ansonsten kommen wir, glaube ich, nicht weg. Terry, bitte. Terry. Rette mich.
Was, könnt ihr euch nicht eine andere Beute suchen? Oh, warum sind die so wild auf mich? Lasst mich! Aua! Oh Gott, jetzt haben wir ein Problem. Oh mein Gott, wir müssen den Para zurücklassen. Flucht! Renn! Oh, es tut mir leid, der Terry war auch noch hinter uns. Dr. Agen Rip. Vielleicht bist du für einen guten Zweck gestorben. Hau ab. Du hast keine Zeit für. Oh nein, ey. Ja, das war's mit all unseren Tieren, die wir hatten. Sind alle draufgegangen. Anstatt dass der Terry uns geholfen hat, hat er auch uns verfolgt. War vielleicht doch keine gute Idee. Boah, ich gehe jetzt aber nicht ohne Raptor hier nach Hause. Ich glaube, dann müssen wir das zu Fuß jetzt machen. Das wird halt jetzt noch gefährlicher. Aber ich sehe das irgendwie nicht ein, wenn ich ehrlich bin. Und ich hätte auch gerne den Parasaurolophus-Sattel, aber der ist mir jetzt nicht so wichtig, dass ich da jetzt unbedingt hin muss. Ich gehe jetzt hier nochmal zu Fuß rein, auch wenn es riskant ist. Das ist jetzt echt bitter. Aber ich glaube, wäre ich da nicht abgestiegen, wären wir auf jeden Fall auch gestorben. Also das war, glaube ich, der richtige Weg. Tut mir echt leid, Dr. Agen. Oh Gott, da hinten dampft's. Da ist ein Alpha. Ach du Schande, es wird ja immer schlimmer. Hier sind übrigens überall Terrizinos. Das ist richtig, richtig heftig. Aber auch mehrere Herbivores. Die geben mir ein bisschen Sicherheit. Lass mich in Ruhe, Kompis. Oh nein. Aus. Aus. Lass das. Ich mir gerade vor wie im Jurassic Park Film. Auf einmal kommen da gleich 200 Stück. Und dann bin ich Geschichte. Oh, ich bin jetzt einmal durch den gesamten Dschungel gewandert. Und ich glaube, ich bin jetzt sogar auf der Seite von meiner Bude wieder, oder nicht? Müsste die jetzt hier nicht zu unserer Linken sein? Sieht so ein bisschen so aus. Das wäre ja cool. Oh ja, es ist hier zum Glück. Wird auch gerade wieder Nacht, glaube ich. Ja, was ist der neue Plan, Leute? Wir sind losgegangen, haben 3 Dinos verloren. Nichts gezähmt. Leider immer noch kein Raptor. Ich werde jetzt gleich über Nacht erstmal wieder, denke ich mal, leveln. Welches wäre denn so das Traumlevel? Was brauchen wir denn? Ich denke mal so 21 wäre ziemlich gut, ne? Oder kriegen wir die... Genau, das sind die Betäubungspfeile mit 21. Also ich werde mal versuchen, jetzt einiges zu craften und zu farmen und sowas. Und dann, ja, am nächsten Morgen dann hoffentlich 21 zu sein und dann geht's weiter. Jetzt bin ich Level 26, mittlerweile auch Lederrüstung, das hatten wir, glaube ich, da auch noch nicht. Betäubungspfeile haben wir gelernt, ein Schild haben wir auch gelernt. Und ja, an der Base hat sich ein bisschen was getan. Also es ist eigentlich auch egal, weil ich habe jetzt vor, die Base zu verlassen. Ich habe nämlich auch zum Leveln ein paar Floße gebaut. Das hat auch ganz gut XP gegeben, war gar nicht so schlecht. Jetzt ist der nächste Morgen und ich möchte mal darüber ans Festland schippern. Das sieht jetzt ganz gut aus. Level 26 ist schon eine Hausnummer. Bin ich schon zufrieden mit. Bin aber auch wieder fast draufgegangen. Was ist das denn? So ein Ding, was wir in der ersten Nacht, glaube ich, auch schon gesehen haben. Ist das irgendwie so ein Special Drop oder so? Habe ich nämlich noch nie gesehen. Sieht aus wie so ein Halloween Drop. Kann das sein? Schauen wir doch mal. Wie gesagt, das Ziel ist natürlich, einen Rexy zu zähmen. Ach du Schande, was ist das denn? Dino Candy Corn? Ich habe keine Ahnung. Das nehmen wir mal mit. Falls wir ein Pferd finden, können wir auch statt einem Raptor ein Pferd nehmen. Wäre auch cool. Vielleicht finden wir das ja. Na, let's go. Wir schippern jetzt auf die andere Insel. Ich bin super gespannt, was uns da erwartet. Weil diese Insel ist sehr, sehr klein. Ich kann mich jetzt übrigens wieder an diese Insel erinnern. Hier habe ich mal mit Miri gespielt. Wir schippern jetzt gerade den See da entlang. Da hatten wir auch eine Base gebaut damals. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt so sicher ist, an Land zu gehen. Da vorne ist zum Beispiel wieder ein Terry. Den will ich mich ungern anlegen. Da ist wieder ein Tabijara. Der hätte ich ja mega gerne. Pteranodon wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber ich glaube, da sind wir noch ein bisschen entfernt. Schauen wir mal kurz. Ja, 38, es geht sogar. Was, wurden wir angegriffen? Nee. War irgendwas anderes. Also 38 ist der Pteranodon-Sattel. Ich würde, wie gesagt, erstmal gerne ein schnelles Reittier haben. Sowas wie ein Raptor oder
ein Pferd. Ich weiß nicht, ob es hier Pferde gibt. Könnt natürlich googeln, aber nö, das wäre langweilig. Wir erkunden das einfach so. Aber ich bin stolz, dass wir schon so lange durchhalten. Ist aber auch immer sehr viel AFK-Farming, muss man sagen. Aber zum Glück geht es bei den Einstellungen einigermaßen schnell. Wenn ich so überlege, was wir früher mal für Einstellungen hatten, da hat das Ganze viel, viel länger gedauert. Das ist wieder ein Terry, sogar ein Argentavis. Auch nicht schlecht. Hätte ich auch gerne, aber bringt mir halt noch gar nichts, weil Sattel und sowas ist noch viel weiter entfernt als vom Raptor. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das so ein kluges Gebiet ist, um hier schon lang zu schippern. Aber wir wollen ja auch mal ein bisschen Action sehen, ne? Wobei so eine erfolgreiche Episode, wo wir dann auch mal zumindest einen T-Rex versuchen zu zähmen, wäre ja auch mal spannend. Aber erstmal muss jetzt halt, wie gesagt, erstmal ein kleineres, schnelles Reittier her. Ich habe übrigens auch noch nicht mit Metallsachen angefangen. War ich ein bisschen zu lazy zu, muss ich sagen. Wobei diese Metallpicke und sowas echt nice ist und die Werkzeuge. Okay, das sind nur solche Dinger. Ich gehe mal hier an Land. Schauen wir uns mal an hier, was hier abgeht. Ich hoffe, ich finde das Floß wieder. Die Dilos und sowas sind ja halb so wild. Ich hoffe, ich finde hier einen Raptor im Dschungel. Das wäre cool. Oh, Raptor. Perfekt. Der ist, glaube ich, auch allein. Das ist super. Müssen mal ganz kurz hier gucken, dass wir die Pfeile ausstatten. Und jetzt geht's los, Leute. Der Moment, auf den wir lange gewartet haben. Oh Gott, Kompis und Raptor gleichzeitig. Oh nein, ich komme nicht weg. Diese blöden Kompis. Müsst ihr jetzt kommen? Kompis, lass mich in Ruhe. Okay, er liegt. Oh, das ging ja schnell. Das ging ja easy. Da hätte ich nicht mal eine Bola gebraucht. Oh mein Gott. Ich habe es vorher übrigens noch nicht mit den Pfeilen probiert. Oh nein. Nein, 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 nein. Nervt mich hier nicht. Ihr blöden Dinger. Immer so viel Ärger mit euch. Ihr seid doch klein und süß. Ja, renn weg. Komm. Lass dich auch leben. Frisst er das jetzt überhaupt? Weiß es nicht. Oh, du brauchst Wasser. Puh. Ich hoffe, der frisst das. Wir kommen gleich mal wieder. Der liegt ja eigentlich ganz gut am Stein. Kann ich mich nicht beklagen. Wenn wir mal ganz kurz runter. Habe ich mein Dings aufgefüllt? Natürlich nicht. Egal, das Wasser ist ja noch nicht weit weg. Oh. Ey, ich sterbe jetzt nicht an denen, nur weil ich keine Hacke habe. Mach jetzt nicht diesen. Ich kann auch nicht mehr wegrennen. Oh Gott, Alter. Halbes Leben nur noch. Ey, das kann nicht sein, jetzt wo mein Raptor zähmt. Oh, Gottes Willen, ey. Das war jetzt aber belastend, ey. Holy shit. Okay. Ich muss jetzt mal kurz chillen. Schon die nächste Ameise, ey. Oh nee, ey. Hau ab. Oh Mann. Was sind das? Greifen die an? Ich hoffe nicht. Ich habe keine Ausdauer, ey. Mal kurz aufs Floß, Leute. Leben knapp. Keine Ausdauer. Überall Viecher, die ich nicht kenne und zuordnen kann. Oh, am Floß ist auch schon wieder so ein Ding. Natürlich ist meine Waffe jetzt auch kaputt. Geil, wir gehen hoch zum Raptor. So, so langsam geht es mir wieder besser. Hier wird auch wieder Speere gebaut. Schauen wir mal, was der Raptor macht. Oh Gott. Oh, da ist er schon. Der ist schon gezähmt. Das ist nur Level 11 leider. Shit, das ist nicht viel. Komm mal mit, Kleiner. Bleib mal bitte hier am Rand erstmal. Versuchen wir eben schnell einen Sattel für dich zu machen. Ich schau mal kurz, was der Raptor-Sattel kann. Raptor-Sattel. Den habe ich schon gelernt, meine ich. Raptor. Fasernholz, Leder. Habe ich Leder dabei? Na, nicht viel. Egal, ich fahre mal eben die Sachen. Ich denke mal, da unten am Strand werde ich schon einiges finden. Level 11 ist halt nicht berauschend, ne? Ich kann den ja eigentlich mitnehmen zum Farmen. Auch noch einen Raptor ziehen. Warum nicht? Komm, da vorne läuft gerade einer. Was ist denn das hier immer so heiß, ey? Shit.
Ich glaube, ich muss hier Rüstungsteile aussehen, will ich aber ungern. Nee, 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 Junge. Tech Raptor, geh down. Der ist auch höheres Level. Komm her. Also die Raptoren sind kein Problem mehr so. Mit der Taktik. Das passt. Oh, der hat uns sogar noch Leder und Fleisch vorbeigebracht. Das ist ziemlich nice. Muss ich sagen. Weil er uns vorher noch das Tier ja erlegt hat. Sehr schön. Für den Sattel gleich. Yes, er ist fertig. Kriegt auch einen wunderschönen Namen. Nämlich Aragorn Prime. Der hat auch in die Kommentare geschrieben. Und dieser hier heißt Thomas X2. Der hat auch in die Kommentare geschrieben. Sehr schön. Jetzt haben wir sogar diesen Rudelbonus, wie es aussieht. Das ist richtig nice. Gut, dass wir zwei gezähmt haben. Jetzt haben wir unser erstes schnelles Reittier. Ich habe nur Angst, dass wir Thomas X2 eventuell verlieren, weil ihr wisst ja, ne? Dinosaurier, die mitreiten, sind meistens Opfer, weil die halt nicht von mir gesteuert werden. Vielleicht ist es auch genau andersrum. Ich werde jetzt aber mit unserem neuen Dino hier erstmal Rexy suchen gehen. Und dann werden wir uns in der Nähe von dem Rex ein Lager aufbauen. Wir machen jetzt Limits-Testing. Let's go, Kano. Let's go. Komm schon. Enttäuscht mich nicht. Sieht gut aus. Ja, sieht sehr gut aus. Oh nein. Thomas ist draufgegangen. Oh nein. Ja, einer ist draufgegangen. Aber dafür ist unser Hauptraptor gestiegen. Ich gebe mal Ausdauer. Ich könnte ihn eigentlich auch Angriffskraft geben. Das wäre wahrscheinlich auch völlig okay. So, wo ist denn unser... Nein. Würde ich ja gerne beerdigen, ne? Aber ja, die Pfeile und so nehmen wir noch mit. Aber ansonsten müssen wir leider los, Thomas. Ich lasse dich aber liegen. Du wirst dann von der Natur aufgefressen. Hast gut gekämpft. Obwohl, die Natur wird dich nicht fressen. Du bist aus Metall. Mach's gut. Okay, das Limit-Testing hat ja schon mal gut geklappt. Einigermaßen. Oh, was kommt denn jetzt hier? Noch ein anderer Raptor. Komm, die kriegen jetzt auf den Sack. Reicht mit euch. Okay, die laufen irgendwie ziemlich gute Kurven. Wieso verbündet ihr euch eigentlich? Das ist frech. Oh Gott. Ja, wir schaffen das aber. Wow. Ja, wir sind echt strong. Das gefällt mir. Bist du mein Kleiner? Ich glaube, wir sind jetzt schon echt gut dabei. Also der Raptor, der kann echt gut kämpfen hier. Mit dem könnten wir es eventuell schaffen. Allerdings bin ich jetzt schon echt lange am Aufnehmen. Und es ist schon sehr spät. Deswegen werde ich jetzt da oben versuchen, mir schnell eine Base zu bauen, vorübergehend. Und dort werde ich dann nächtigen und dann ein andermal weitermachen. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir heute so lange überleben. Ich bin gerade gute Dinge, dass wir es ohne zu sterben schaffen werden, einen T-Rex zu zähmen. Hätte ich nie gedacht, aber es läuft gerade echt sehr, sehr gut. Und dieser Platz hier sieht doch echt geeignet aus. Das einzige Problem, was wir haben, sind halt ja, Ressourcen ranschaffen. Ich weiß aber gar nicht, ob wir überhaupt im Singleplayer das machen müssen. Kann auch sein, dass ich mich so ausloggen kann. Ich kann das ja mal eben googeln. Und ansonsten baue ich schnell eine Base hier. Da glitzert er, unser wunderschöner Raptor. Für euch ist wahrscheinlich nur eine Sekunde vergangen. Für mich ist ein neuer Tag. Und auch hier beginnt gerade der neue Tag. Ich habe auch noch mal ein paar Einstellungen geändert. Man kann jetzt zum Beispiel auch den Pfeil auf der Karte hier sehen. Das heißt, man sieht, wo wir uns gerade befinden. Und in diesem Gebiet, wo ich gerade bin, soll es T-Rexis geben. Also so ein bisschen südlich von unserem Pfeil, also in diese Richtung, wo ich jetzt schaue. Da soll es auf jeden Fall Rexis geben. Da werde ich gleich auch nachschauen. Und ich habe auch versucht, diese ja, Schadensanzeige da einzustellen. Gucken wir gleich mal, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Oh, wir sind aufgestiegen. Können wir gleich mal hier auf Nahkampfschaden gehen. Perfekt. So, dann schauen wir doch mal. Ich bin echt gespannt, wie lange wir überleben jetzt heute. Ich finde es aber jetzt schon beeindruckend, dass wir so weit gekommen sind. Und hoffentlich sehen wir jetzt die Schadenszahlen, dann habe ich alles richtig gemacht. Ja, sehen wir. Oh, ideal. Das ist viel nicer.
36 Damage macht unser Raptor. Gar nicht so schlecht, finde ich. Oh Gott. Ja, direkt hier totgeschockt. Ich dachte, ich werde jetzt angegriffen. Es wird gerade übrigens gar nicht Tag, es wird Nacht. Aber ich glaube, wir kommen unserem Floß näher. Ich hoffe es zumindest. Müsste irgendwo gleich hier am Strand stehen. Also die Trodans da gefallen mir gar nicht. Ich weiß halt nicht, ob wir mit dem Floß da schnell wegkommen. Aus Wasser. Und ob wir auf dem Wasser sicherer sind. Wer weiß, ich versuch's. Komm. Trodans werden schon nichts machen. Oder schwimmt auch einer im Wasser? Schnell vorbei. Schnell aus los. An Steuer und Rückwärtsgang. Mach doch! Es geht nicht! Oh mein Gott, es geht einfach nicht. Ich weiß nicht, wie die Flusssteuerung ist. Muss man das anstoßen oder so? Keine Ahnung. Das hier ist zum Glück nur ein Dilo. Kann der überhaupt mitfahren gleich, der Raptor? Ich weiß es nicht. Ja, wie kriege ich das denn jetzt hier weg? Ah, vorwärts geht. Ah, wir können so drehen. Ja, ja, ja. Okay, das klappt. Sehr schön. Okay. Der Raptor kann auch mitfahren. Ich weiß aber jetzt nicht, wo ich hin möchte. Aber hier können uns die Trodons schon mal nicht mehr angreifen, hoffe ich. Uff. Ja, sollten wir jetzt nochmal ganz nach Hause fahren und am nächsten Morgen wiederkommen? Ah, tatsächlich bin ich jetzt doch nicht mehr nach Hause gefahren, weil da war ein Spino im Weg, an dem ich nicht vorbeifahren konnte durch den Fluss. Und ich habe mir jetzt einfach hier im Dschungel eine Hütte gebaut, wo es relativ sicher war. Ich habe mich halt ein bisschen daran orientiert, wo dann Dodos und ja, halt nicht gefährliche Dinos sind. Weil das ist ja eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass es hier sicher ist. Und ja, die Nacht war relativ entspannt. Bin allerdings am Überlegen, wenn ich nochmal so eine Challenge machen sollte, den Tag-Nacht-Zyklus ein bisschen anders einzustellen, weil halbe Stunde ist ein bisschen zu krass, weil in der Nacht traue ich mich immer nichts zu machen. Und das ist ja auch für euch zum Zuschauen nicht ganz so angenehm. Naja, passt schon. Wir gehen jetzt weiter. Es sollte eigentlich gleich heller werden. Zumindest sah es gerade schon heller aus, aber dann hat es angefangen zu regnen. Da kann man nichts machen. Wir sind einigermaßen gut ausgestattet. Können wir eigentlich die Flasche hier auffüllen? Ah, können wir tatsächlich bei Regen. Praktisch. Der Regen hat sich verzogen. Wir müssen jetzt darüber auf die andere Insel. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ist hier irgendeine Gefahr im Wasser? Ich weiß es nicht. Oh ja, da ist ein Baryonyx. Er ist aber beschäftigt. Ich glaube, ich werde es einfach versuchen, Leute. Wenn wir jetzt draufgehen, ist ärgerlich. Und dann kann man machen nichts. Let's go. Ja, GG. Ich kann nichts mehr machen. Bin benebelt. Schnell, schnell, schnell. Raptor, reiten. Oh mein Gott. Schnell an Land. Oh nein. Warum geht der mal ins Inventar? Oh mein Gott, ich gehe drauf. Das kann nicht wahr sein. Wie schnell war denn jetzt der Baryonyx bei mir? Und warum kann der einen betäuben? Also, dass der dann auf einmal so schnell neben mir ist, der war doch da gerade noch am Fressen und voll weit weg. Ich habe einfach nicht genug Erfahrung in diesem Spiel. Naja, immerhin sind wir weitergekommen als beim letzten Mal. Das war wirklich wieder super, super spannend. Ich hoffe, euch hat es auch eine Menge Spaß gemacht. Falls das so sein sollte, dann lasst es mich auf jeden Fall mit einem Like wissen. Denn wenn das Ganze gut bei euch ankommt, werde ich das auf jeden Fall noch einmal probieren. Vielleicht wieder auf einer anderen Karte. Tipps und Namensvorschläge könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zusehen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.